Guten Abend, meine treuen Zuschauer. Hier spricht wieder euer, ja, Orakel aus Düsseldorf, wollte ich gerade sagen. Nee, das lassen wir mal lieber. Ja, der NRW bei 18 wieder hier und ich begrüße euch im nächsten Teil von Randalls Dienstag. Ihr habt mich schon wieder tot gehinweist und tot getippst. ich danke euch vielmals. Man hatte mir gesagt, ich solle mir doch mal Mads Wohnung ein wenig genauer ansehen. Ich kürze jetzt die ganze Fahrt mal ab. Denn da gibt es etwas, womit wir den Van, wo das ganze Werkzeug drin ist, aufbekommen. So. Und dann habe ich mich hier umgeschaut. Und ja. Kann eigentlich hier nicht wirklich in Reichweite dann irgendwie erkennen. So. Außer hier den Magneten. Die Bilder. Das Sofa, das Bild, den Spiegel. Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Du meinst jeden Montag besser. Egal. Und dann hat mir einer einen Hinweis gegeben, ich solle doch mal was verlängern. Ja. Und dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als... Was für eine geile Erfindung. Die Teleskop... der Teleskop-Entenbügel, Entschuldigung. Das Einzige, was ich jetzt hier habe, ist das Lichtschwert. Und es funktioniert tatsächlich. Er klebte sogar echt direkt zusammen, das ist ja geil. Jetzt ist es länger. So, und damit soll ich das jetzt schaffen, oder was? Nicht wirklich. Das bringt nichts, so komme ich nicht ran. Ein ultrastarker Magnet, na, den kann ich brauchen. Ein ultrastarker. Warum betont er das so? Wir hatten doch hier. Was ist denn, wenn wir. Ein Blech? Ist wohl ein Stück von Herr. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Okay, er sagt jedenfalls nichts dazu. Was ist, wenn wir das vielleicht da dran machen? Ah! Okay, verbessertes Teleskoplicht. Erledigt. Naja. Gut, also wie gesagt, Freunde, danke für die ganzen Tipps und Hinweise. Ich möchte mich jetzt hier nicht vorschummeln, aber, ne, also auch nicht wundern, warum jetzt hier so viele Teile von Randall's Monday online kommen und Donkey Kong gerade im Moment wenig. Ich muss ganz einfach, ja, vor dem Bambus-Player sein. Das ist egal, das ist jetzt vollkommen egal an dieser Stelle. Und es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Wie geil. Ja, danke nochmal für eure Hinweise. Hm, ja. Puh, tja. War nicht einfach, aber jetzt habe ich einen schönen Magneten. Okay, Matt, lassen wir einfach noch ein bisschen auf der Bank sitzen, auf dem Sofa sitzen. Wir machen uns nämlich jetzt wieder zurück zu Randalls Wohnung. So, und mit dem Magneten soll ich jetzt den Van hier öffnen können? Nein, hier komm ich rum. Wollen wir mal gucken. Tatsächlich. Faszinierend. Sie geht tatsächlich auf. Ich fass es ja nicht. Nochmals danke, Freunde. Den nehmen wir wieder mit. Den Schwamm. Werkzeugkasten. Okay, ich glaube, ich behalte den hübschen Lötkolben und das Zinn. Gucke an, gucke an. Bei meinen letzten Fahrversuchen wurde Sri Lanka von einem Tsunami verwüstet. Okay. Sicher nur ein Zufall, aber man weiß ja nie. Die Kiste lasse ich... Okay. Die Kiste will er da lassen. Gut, dann haben wir für den Space Nerd, haben wir jetzt endlich, glaube ich, alle Sachen zusammen. Ach ja, für den Bengel muss ich ja auch noch was organisieren. Der Space Nerd stand vor dem Comicladen. Was sagt uns die U-Bahn? Randall gibt den ein oder anderen Hinweis, was als nächstes zu tun ist. Lausche also seinen Gedanken. Naja. So. Lötkolben und Zinn. Bitteschön, Space Nerd. Bitte sehr, Lord Vader. Ausgezeichnet, Admiral. Damit wird's gehen. Jetzt bin ich gespannt. Super. Wo nimmt er bitte den Strom her? Bist du schon fertig? Okay, fertig. Ich brauche nur noch ein paar Batterien, um's auszuprobieren. Och, komm. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Das ist ein Kofferradio, das läuft mit Batterien. War dir das nicht klar? Darth Klugscheißer. Ja, ist das ein Akkulötkolben gewesen, oder was?
Und wie macht ihr das bitte mit einer Hand? Denn in der anderen Hand hält er ja sein, Lichtschwert. Mann, wo ist die denn? Da. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass eine Batterie reicht, oder? Oh, nö. Oh, nö, nö. Oh, nö, nö, nö. Was ist... Das macht keinen Sinn. Oh, nö. Wo kriege ich jetzt die... Ist das echt ein Plutonium-Brennstab? Ach. Ja, ja. Wo kriege ich jetzt die zweite Batterie her? Oh nein, ich brech ins Essen, ey. Sieht aus wie der Laser, der mich fast gekillt hat. Wo könnte jetzt noch eine Batterie drin sein? Da vielleicht? Das ist ein Lichtschwert. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. Ja, und? Womit funktioniert das? Das funktioniert doch mit Batterien, oder nicht? Das ist keine gute Idee. Das ist ein Lichtschwert. Nee. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. Och, nee. Verdammte Axt, Mann. Da muss doch ein Dings drin sein, damit es leuchtet. Oder bin ich jetzt blöd? Was ist, wenn wir das... Nein. Ach. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Nein. Und Freunde, übrigens, mein lieber Kelvin, nein, ich habe hier nicht meinen zweiten Rechner laufen, wo die Komplettlösung drauf ist. Ich habe und spiele nicht mit Komplettlösung. Nichts löscht Feuer besser. Mhm. Außer Gegenfeuer. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir jetzt eine Komplettlösung wünschen, denn ich habe echt null Ahnung, wo ich jetzt eine zweite Batterie hernehmen soll. Weil man sagte mir, ja, die Lösung für alle Probleme, die ich habe, befindet sich in meinem Inventar. Tja. Müssen wir wohl die Gegend nochmal abgrasen. Oh nein, nein! Wieso macht er das immer noch? Was ist denn los? Also, hast du ihn repariert? Sieht's vielleicht danach aus? Dann hat der Schraubens ja wohl gar nicht geholfen. Nein, das steht nicht vor zwei Möglichkeiten. Den Kundendienst anrufen oder das Ding anzünden. Und das Telefon ist kaputt, also... Weißt du, mir gefällt der Song wirklich. Du mochtest auch Sucker Punch. Deswegen ist das noch lange kein guter Film. Was weißt du denn schon? Es ist so furchtbar. Kann ich den mitnehmen? Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach, was du willst, Mann. Jo. Ich brauche ihn nicht mehr. Es ist einfach nur furchtbar. Jemand, ich weiß nicht, ob es der Lyrius war. Oh. Ich weiß nicht, ob es der Lyrius war, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich immer nur deinen Namen im Kopf habe. Es tut mir leid. Aber jemand sagte schon, dass die Synchronisation hier wirklich Müll ist. Und in so einem Fall wie gerade, echt, oh, das geht so an die Nerven. Gut, aber nichtsdestotrotz fehlt mir eine eine Batterie. Die CypherCon, nee, die war geschlossen. Habe ich bei Matt vielleicht was vergessen? Oder warte. Hallo. Danke. Ich habe keine Zeit bei diesem alten... Boah, dann eben nicht. Habe ich hier vielleicht irgendwo was übersehen? Nein. Nö, nicht wirklich. Legendär. Ach, die... Sache ist bestimmt wieder sowas von einfach. In dem Van war doch aber nichts mehr. Es kann sein, dass manche Gegenstände nutzlos sind. Naja. Und diese Kommentare. Ach ja, den habe ich ja ganz vergessen. Verdammter McConey. Naja, das können wir abkürzen. Bei meinen letzten Fahrversuch. Mann. Die Kiste lasse ich da. Lötkolben und Zinn reichen mir. Gut. Hätten ja sein können, dass da noch Batterien drin sind, aber nö. Ein Schuss in die Luft am herrlichen Tage reicht fürs Erste. Nagelschießer, vielleicht ist da eine Batterie drin. Hey, Finger weg!
Das ist kein Spielzeug. Tja, dann hätten die das nicht so schön bunt machen sollen. Hör auf, mich zu nerven! Verzieh dich! Wenn ich nur einen Penny hätte für jedes Mal, dass das jemand zu mir gesagt hat, hätte ich jetzt ungefähr $2,75 zusammen. Das klingt nicht nach viel, aber Penny für Penny wären das 400, 500 Leute? Ich bin kein aggressiver Typ, aber ich verliere gleich die Geduld. Nerv jemand anderen, ja? Dein Verlust, Alter. Okay, nimmt er... Echt? Okay, entspann dich. Was wird das, wenn's fertig ist? Ach Mann. Ich muss nur, ich muss was ausmessen. Ich will's gar nicht wissen. Und fass das nicht an, ich meine das ernst. Das brauch ich. Okay, Mann, ganz ruhig. Haben deine Eltern dir nicht beigebracht, dass man teilen soll? Wie kriege ich die Kacke da jetzt? Ich meine, da ist da bestimmt eine Batterie drin. Ein Maßband. Eine Nagelpistole. Könnte nützlich werden. Ja, eben drum. Mit dem habe ich nichts mehr auszuhandeln. Okay. Tja. Verdammte Axt. Ich hab doch irgendwas übersehen. Warte mal, jetzt wo ich den... Moment mal. Torx-Schraubenzieher. Was ist, wenn ich den... Ich hab die Batterien rausgenommen. Das war ganz einfach. Es kann doch nicht sein. Es war ganz einfach. Ey, das kann doch nicht sein. Mann, ey! Komm, geh auf die verdammte Karte hier. Ach, hier, komm. Auch wenn einige der Rätsel extravagant erscheinen, basieren die meisten noch auf Null. Ja, einfach so Null. Oh Mann, ey. So, jetzt komm aber. Jetzt haben wir 3 Batterien. Jetzt braucht er wahrscheinlich auch alle 3, wetten? Bitte sehr, Kumpel. 2 Batterien. Super. Gute Neuigkeiten, Admiral. Der Transmitter ist wiederhergestellt. Danke, Lord Vader. Und nun, mit Ihrer Erlaubnis, kümmere ich mich mal um wichtigere Dinge. Und dafür brauche ich das Radio, das Sie gerade repariert haben. Nicht so schnell. Ich verlange etwas im Gegenzug. Was? Oh Mann, du hast nicht gesagt, dass du was haben willst. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich das für umsonst mache. Mann, ich war's doch, der dich erpresst hat. Das stimmt. Aber jetzt bin ich derjenige, der etwas hat, das du brauchst. Und ich will was im Gegenzug. Ist ganz einfach. Hilf mir, mein Kostüm etwas aufzuhübschen. Okay, dann spuck's schon aus. Ich brauche ein besseres Lichtschwert. Das hier ist nur ein Spielzeug. Ich will eins, das echt aussieht. Aber wo zum Geier soll ich denn sowas finden? Ich repariere Sachen, du besorgst Sachen. Ganz einfach. Ich will ein neues Lichtschwert. Was auch immer. Ich schau mal, was ich machen kann. Ja, wir haben doch selber noch ein Lichtschwert. Wo ist das denn? Da. Das ist ein Lichtschwert. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. Ja, was ist, wenn wir den Laser damit kombinieren? Ich benutze den Laser nicht damit. Nee. Das wäre einfach nicht richtig. Schade. Mit dem Blut und dann leuchtet es grün. Das ist keine gute Idee. Nein. Können wir ihm... Okay, versuchen wir es einfach mal. Was Na? Zum Geier soll das denn sein? Was Besseres kann ich nicht auftreiben, okay? Was ist das hier? Tesafilm? Vielleicht. Das ist inakzeptabel. Das ist eine Beleidigung für das Imperium. War ja klar. Ich kann doch kein Lichtschwert tragen, das nicht rot ist. No. Weißt du das nicht? Natürlich weiß ich das, aber du bist eine Episode zu spät. Ich finde heute einfach keine rote Farbe. Es geht ja nicht nur um die Farbe. Die Batterien fehlen und es funktioniert nicht mal. Ich hab doch die Batterien gerade. Genug! Das ist inakzeptabel. Na toll. Hey! Sie haben mich im Stich gelassen, Admiral, und damit das Imperium. Ich werde keine weiteren Fehler zulassen. Bringen Sie mir, was ich brauche. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Oder machen Sie sich darauf gefasst, die Macht zu spüren. Die Macht an Ihrem Hals zu spüren. Okay, wenn man dich mitzählt, habe ich wohl schon mit jedem einzelnen Freak in dieser Stadt gequatscht. Erstaunlich. Ist echt ein Freak, das kann man nicht anders sagen. Also das ist... Das ist alles, was von meinem geliebten Lichtschwert übrig ist. Nur der Griff. Also es muss rot sein. Der Laser war doch rot. Warum? Vielleicht will er den jetzt damit kombinieren?
Okay, ja. Das sieht gut aus. Ja, ja, ja. Lichtschwert ohne Batterien. Ja, wir haben doch noch eine. Wir hatten eine. Wo ist die denn jetzt schon wieder hin? Jetzt hat er dem echt alle drei gegeben, das kann nicht sein. Oder der hat die direkt, da war eine Batterie drin und der hat die im Inventar direkt zusammengefasst. Das kann natürlich auch sein. Was ist mit dem Plutoniumstab? Kinder, macht das nicht zu Hause nach, wenn die Eltern nicht dabei sind. Ansonsten könnt ihr es ruhig machen. Das Ding gibt ziemlich schlechte Schwingungen ab. Na also, da haben wir doch. Und es ist rot. Hier ist dein scheiß Lichtschwert oder was auch immer. Und sei vorsichtig mit dem Ding. Ich weiß nicht, was abgeht, wenn man es einschaltet. Sehr witzig. Mal sehen. Oh oh. Heilige Mutter des Imperators! Das ist erstaunlich! Schalt das ab, bevor du jemanden umbringst! Spektakulär! Hier ist Ihr Radio, Admiral. Ich muss jetzt einige Tests durchführen. Ich hau ab, bevor ich eine Hand verliere oder so. Okay. Wir haben das Radio, Radio, Radio. Okay, dann hauen wir mal schnell ab hier. Wohin? Keine Ahnung. Erstmal hier hin. Erstmal weg. Wenn du mal festhängst, versuch doch mal mit ein paar Leuten zu reden. Vielleicht bringen sie dich wieder auf die richtige Spur. Nein, nein, nein. Sowas Gutes macht das Spiel nicht. Da steht immer noch der Dieb. Also, wir haben jetzt wieder ein Radio. Mein liebes Radio weilt wieder unter den Lebenden. Gut, Freunde, ich würde sagen, mit dem Erfolg und mit den Sachen im Inventar mache ich hier Schluss. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Und lasst den Erfolg erstmal sacken und dann sehen wir uns hoffentlich alle im nächsten Teil wieder. Bis dahin also, NRW bei 18. Adieu.